So, ganz unspektakulär sind wir im Menü gelandet. Hallo YouTube und hallo auch an den Twitch-Chat. In diesem Sinne nochmal willkommen bei Bramble the Mountain King. Und genau, für mich ist es ein Blind-Playthrough. Kamera kommt gleich, Leute. Ja, also der Horror kommt gleich. der wirkliche Horror. Ich muss mal ganz schnell noch meinen externen Lüfter hier anmachen. Eine Sekunde. So, damit meine Geräte hier auch alle genug Luft haben. So, ja, also Bramble the Mountain King. Ich weiß nicht, auf was ich mich hier eingelassen habe. Käse-Mike, in diesem Sinne, vielen Dank für deinen Support, dass ich dieses Spiel hier spiele. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, ob es hier ein Intro gibt. Wenn ja, dann melde ich mich gleich, sobald das Intro losgeht. Einstellungen und Co. habe ich schon alles soweit abgecheckt gehabt. Wir gucken einfach mal rein, ne? Also, dann viel Spaß bei Bramble the Mountain King. Bis gleich. Nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Oh, und ich glaube, da sind wir schon im Game drin. So, also wir sind von einem Albtraum aufgewacht. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Steuerung, achso, Moment, Kamera, jetzt kommt der Horror, Leute, pass auf, Jumpscare. Achso, warte. So, hey, hello, so, jetzt nochmal. Ein wunderschön. So, kann ich das oder sollte ich das vielleicht sogar mit Gamepad spielen? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, Gamepad ist ganz chillig in diesem Game. Gucken mal. Oh, Mikey, danke schön. Danke für dein Subgeschenk an Schmeddy. Willkommen im Club, Schmeddy. So, ich habe auch meine Kopfhörer lauter gemacht extra, damit ich das hier alles ganz genau höre. So, X. Ah, da können wir jetzt ein paar Sachen untersuchen hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, fallen die auch raus? Okay. Ah ja, okay. So. Wo sind sie denn hin? So, warte. Kann ich die wieder aufheben? Oder sind die spurlos verschwunden? Ich meine, maybe, wenn das ein Traum ist, ne? Who knows? Okay, wir gucken mal weiter. Hier haben wir ein Buch oder so. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. Mhm. Okay. Also, ja. Und Mia, danke für dein Prime. Vielen lieben Dank. Let's go. So, warte mal. Ich muss mal bei mir, glaube ich, noch ein Müh lauter machen. Wie ist bei euch die Lautstärke? Ist das okay oder ein bisschen lauter? Achso, okay, alles klar. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. Mm. But soon the forest seemed to grow colder and darker. Oh ja.
The girl was afraid and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. And the girl was never seen again. Das ist immer ein schönes Märchen, oder? Ja, die Zeichnung ist voll gut, ne? Die Zeichnung ist richtig gut. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor. Their mother had said before kissing them goodnight. Lilimor. Das ist ja sweet. Das Bett der Mutter? Okay. Wir können uns, glaube ich, gleich aus unserem Zimmer schleichen. Sind Soldaten. Voll Schmied. Voll Schmied. Ich hatte als Kind auch Zinnsoldaten gehabt. Nicht so viele, aber ein paar. Oh, was haben wir denn hier dran stehen? Ah. Olle. Lilimor. Ach, dann sind wir. Da sind wir Olle. Und Lilimor ist unsere Schwester? Hä? Okay, es war dunkel. Das war. Ah, wie cool, ey. Ich liebe das gerade. Mir ging das halt als Kind auch so, ne? Man ist in der Nacht aufgewacht und dann hat man in den Flur geguckt und der Flur war so ein bisschen der Endgegner damals, wenn alles dunkel war und kein einziges Lämpchen hat geleuchtet oder so. Und dann ist man ganz schnell, also ich habe das nur so ganz leicht im Hinterkopf, ne? Dann ist man ganz schnell ins Schlafzimmer der Eltern gerannt. Oh. Das sieht aber gar nicht einladend aus. Ist auf jeden Fall ein nacktes Mädchen da unten, oder? Vielleicht tot oder so? Okay, das Bild ist auf jeden Fall nicht sehr kindlich. So, und wir machen jetzt genau das, was in dem Buch passiert ist. Wir schleichen uns hinaus. The darkness outside scared him. But not being with his sister scared him even more. Okay. Also Lilimor ist unsere Schwester. Die Kerze geht aus. Wir sind der kleine Bruder. Mikey, nochmal. The nearby forest was a familiar place during the day. Der nahegelegene Wald, ein vertrauter Ort. Das sieht so schön aus. Was a different story. Mhm. Nachts ist alles. There was no trace of Lilimor, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Auch mit der Sprecherin, das ist so gut, ey. Krass. Mikey, vielen Dank nochmal für dein Sub. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Ein Lazy, dankeschön. Ihr seid sehr cute heute wieder. Ihr Lieben. So, die Zapfen nach dem Weg fragen. Okay. Das machen wir doch gerne.
sieht voll schön aus. Okay, warte mal, ich gucke, ich kann springen. Aha, okay. Ah, ich kann schleichen. Okay, das werde ich wahrscheinlich relativ oft machen müssen. Heimlich schleichen. Aber es gibt ein bisschen Mondlicht, so wie es aussieht. Ein Häschen. Übrigens, ganz kurz mal erwähnt nochmal. Ich bin noch leicht erkältet. Man hört es vielleicht. Also nicht wundern. Aber das tut nichts zur Sache gerade. Oh, ein Tannzapfenmännchen. Gut, es zeigt uns den Weg. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Also da lang. Klettern. Achso. Warte mal. Ah, okay. Doch, war richtig. Erstmal gucken, ja. Hier hinten gibt es... Oh. Noch mehr Tannenzapfenmännchen. Oh, die finde ich ja jetzt schon sehr cute irgendwie, ne? Ein großer Tannenzapfenmann umringt von kleinen Tannenzapfenmännchen. Oder auch Weibchen. Okay. Der Wald ist noch recht hell. Ja. Also nachts in den Wald gehen. Damals habe ich das irgendwie noch ganz witzig gefunden, wo ich auf dem Dorf war. Ne? Aber mittlerweile bin ich so an Licht gewöhnt durch die Stadt hier und so, ne, dass ich glaube, ich würde mir jetzt ganz schön in die Hose machen, wenn ich abends alleine durch den Wald gehen würde. Die Kindergartenkinder machen diese Männchen bei uns auch, lol. Ach so, ist ja süß. Bei uns machen die das auch, aber meistens mit so Kastanien und so. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass uns die Tannenzapfenmännchen verfolgen werden. Nur dich, Mia, nur dich. Da haben sie so Orte, wo sie zum Würstebraten schön dekorieren und so. Ja, genau, so campmäßig, genau. Pfadfinder-Style. Von mir aus gesehen ist der Wald und der Friedhof am sichersten. So am Abend. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne magische Plätze, ja. Friedhof und auch der Wald. Wenn man sich auskennt. So, wir kommen jetzt hier nicht mehr zurück, richtig? Okay, richtig. Okay. Also nochmal ganz kurz auch für YouTube, ja. Ganz kurz nochmal erwähnt, wir machen das zwar als Let's Play. Aber ein Live-LP. Also ich gehe anders als bei Last of Us, interagiere ich halt mit dem Chat. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ich probiere da nicht zu sehr. Ja. zu sehr mich aufzuhalten. Damit wir trotzdem noch einen durchgängiges Spiel haben. So, okay, das war unser erster kleiner, aber feiner Moment. Guck mal, eigentlich soll ich bestimmt da lang gehen, ne? Aber ich gehe irgendwie mit Absicht genau den Weg lang, den ich... Ja, okay, ist egal. Klappt trotzdem. So, Leute, und ihr kennt mich. Ich muss alles erkunden. Ich muss überall lang laufen. Ich muss jeden Zentimeter absuchen. Um ja alles zu entdecken. Okay. Yeah, Schlammrutsche!
Oh, was haben wir denn hier? Eine Bank mit sehr vielen Äpfeln? Ein Apfelbaum. Der sieht aber interessant aus. Okay. Warte mal ganz kurz. Bei YouTube ganz kurze Pause und bin gleich wieder da. Nur mal schnell was checken. So, YouTube, da bin ich wieder. Hallöchen. Ich habe nun mal nämlich ganz schon mal geguckt, wegen den Audiokanälen. Nicht, dass ich jetzt hier aufnehme und dann am Ende hört man gar nichts. Oder ihr hört mich nicht oder ihr hört das Spiel nicht oder was weiß ich. So, also wir haben einen mysteriösen Apfelbaum. Der aber gar nicht, naja, wobei, oder? Sehen Apfelbäume so aus? Bin mir nicht sicher. Okay, wir können uns umschauen. Wieder ein. Oh, ach, das. Och, Mensch. Guck mal, die halten Händchen, die beiden. Wie cute ist das denn bitte? Oh. Aber das sind angebissene Äpfel. Finde das voll nice, dass man sich hier so umschauen kann. Und auch diese Blur-Effekte, ne? Guck mal, das ist so richtig cool gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob aber diese Tannenzapfenmännchen, ob die lieb sind oder nicht. Aber ich würde einfach mal so sagen, ja, die sehen doch sehr, sehr nett aus. Außerdem hat uns da einer den Weg gezeigt. Also hey. Warte mal, konnte man mit den Äpfeln irgendwie noch interagieren? Warte mal. Nicht, dass ich gerade irgendwas übersehen habe. Also mit dem Baum kann ich nicht interagieren. Aber ich würde mal ganz schnell gucken, ja? Nur, dass ich alles. Ne, man kann wirklich nur da. Okay. Gut. Jetzt bin ich ja beruhigter. So, weiter geht's. Hier ist ein Baumhaus. Wir gehen natürlich erstmal hier hinten lang. Nein, wir gehen da natürlich hoch. Ja, guck mal, da liegt die Streichholzschachtel. Ist das die gleiche? Ist das eine Holzfigur unserer Schwester? Aufheben. Finde Lillimir. Ah ja, tatsächlich. Okay, das ist wirklich unsere kleine Schwester. Eine Holzfigur von unserer Schwester. Warum ist sie eine Holzfigur unserer Schwester? Oh. Warte. Ah, ist das schön. Ah, ist das. Toll. So, ich glaube, bisher ist noch alles relativ friedlich, ne? Mal schauen, wie es gleich weitergeht. Besonders wenn dann der angekündigte dunkle Part kommt von dem Wald, ne? Mit den Wurzeln, die uns fangen wollen. Wir sind ja schon vorbereitet, wie es geschrieben stand. Springen. Okay, wartet ganz kurz. Machen wir gleich. Aber vielleicht ist es in dem Spiel auch überhaupt nicht nötig, sich hier so umzuschauen. Aber ich mach's trotzdem. Vielleicht entdeckt der Mann ja das ein oder andere Easter Egg oder so. Ich kann nicht nach oben gucken. Ach, das war bestimmt nur das Flugmittel der Tannenzapfenmännchen. Ich sag's euch. Oh, warte mal. Hier kommen wir nicht weiter, oder? Ah, guck mal. Da sind sie wieder, unsere Freunde. Hoffe ich.
Cool, die sagen, hier geht's nicht weiter in dem Falle. Die breiten ihre kleinen Ärmchen aus und sagen, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Guck, wie viele da stehen. Wenn ich mich hier verstecke, bewegen die sich dann? Glaube nicht. Musst du mich irgendwie daran erinnern, bei Chihiros Reise ins Zauberland, da gab es auch diese kleinen Kohlemännchen, ne? Die hätten auch gut hier reingepasst. So, warte mal, hier ist... Nein. Ich habe gerade überlegt, springe ich erstmal rüber, oder? Verdammt. Okay. Okay, es ist sehr dunkel und scheinbar sehr kalt. Eine Statue mit etwas Leuchtendem. Das einzige Licht, was hier unten... A light in the dark. A symbol of hope. A spark of courage. Das haben wir schon süß gemacht, ne? Also die Figuren. Hat sowas richtig Puppenhaftiges, ne? Aber halt nicht so gruselig Puppi, sondern so cute Puppi. Okay, ich hoffe, wir kommen nochmal irgendwie zurück. Ich möchte gerne über das Loch einmal springen und nochmal gucken, was da noch was gab. Ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück. Okay, wir haben auf jeden Fall Mondlicht. Und was bedeutet dieses Licht, was wir gerade bekommen haben? Oder die Gewaltgeister aus Prinzessin Mononoke, ja. Übrigens, Prinzessin Mononoke läuft bei uns gerade im Anime-Special, im UCI. Ich habe schon überlegt, das müsste man sich eigentlich mal geben, oder? Im Kino nochmal gucken. Das klingt ja toll, ey. Ist da bestimmt kein Mensch, der da singt, oder? Ah, okay. Ganz kurz auch mal gucken. Hier geht's nicht weiter. Klingt voll gut. Das Spiel ist jetzt schon so magisch einfach, ne? Ah, Leute. Ihr fühlt ja auch so ein bisschen so diese Magic-Vibes. Ich weiß, als Zuschauer ist es ja immer noch ein bisschen anders. Was gemein, ich kann hier nicht reingucken, ne? Okay, wir gehen. Sieht aber nicht böse aus. Die Frage ist nur, wer ist das und... Ist aber nicht unsere Schwester. Doch. What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully. Oder ist sie das gar nicht? What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Huh?
Vielleicht doch. Let us play, little brother. Lillimore bubbled. See if you can knock down this pine cone. Oh nein, ich möchte ihn nicht abwerfen. Warte mal, LT. LT? Ja, ich muss mal gucken. Ich will ihn aber nicht abwerfen, der Arme. Es tut aber bestimmt weh. Aber ich muss. Das Spiel sagt, du sollst es tun. Warte mal. Nur mal testen. Oh, warte mal. Wie kann ich denn? Oh. Hä? Lol. Ich hab doch auf sie gezielt. Lol. Okay. Der ging automatisch zu dem Tannenzapfenmännchen. Gucke, warte. So. Ah, nee, jetzt ging's. Na nü. Okay, ja, passiert nichts. Armes Tannenzapfenmännchen, ich wollte das nicht. Das Spiel hat aber gesagt, tu es. Okay, warte. Nochmal. Oh. Okay. Ich krieg das hin. Ist das unser Tutorial jetzt gerade hier? Okay, warte mal. Ich muss nochmal warten. Okay. Ah, war ein bisschen spät, aber hat funktioniert. Nochmal. Okay. Warte. War zu spät. Mein inneres Ich sagt mir, ich möchte die nicht abschießen. Na gut. Danke. So, das Ganze dreimal oder wie? So, nee. Oh oh. Oh nein. Ui. Kein Happy End. Oh, wir rutschen wieder. They tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Aber immerhin sind wir zusammen. Das war die Hauptsache. Hänsel und Gretel vereint. Follow me, little brother. I will protect you. Lillimore said. No. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. This is cute. Lillimore loved adventures, and Ulle loved Lillimore. Ein schlafender Zwerg. Sowas meine ich halt, ne? Sowas sieht man nur, wenn man sich mal ein bisschen umschaut. Ein schnarchender Zwergenmann. Na schön. War ein tolles Spiel. Ende, beide tot. Fällt dir was auf, Bulli? Bisher... Weiß noch nicht. Ich bin gerade noch so von so vielen Eindrücken gerade geflasht. Oh, doch, wir sind klein. Die Pilze sind sehr groß auf einmal.
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Sehr große Pilze. Oh, guck mal, warte mal. Passiert was, wenn ich hier drunter steige? Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Ja, wir sind sehr, sehr geschrumpft. Kommen wir zu dem schnarchenden Zwerg dahinter irgendwie? Nee, ne? Ah, schade. Okay. War ein Versuch wert. Aber schön, wie diese Pilzsporen oder was das sind, da so runterfallen. Pilze erinnern mich an Minecraft. Und das Pilzbiom. Ich fand auch bei Witcher 3 diese Märchenwelt sehr cool. Oh. Aha. Ein Rathaus oder so? Oder eine Kirche? Ne, wahrscheinlich ein Rathaus, oder? Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ah, guck mal, noch ein Zwerg. Also bisher ist das ja noch alles sehr, sehr cute gemacht, ne? Noch gar nicht so horrormäßig. Auf der anderen Seite ist es eigentlich schon Horror, wenn man so klein ist, glaube ich. Ah, guck mal hier, die Briefkästen. Der kleinen Männer. Oh, oder auch nicht. Wie cool! Kann ich irgendwas... Kann ich hier gegenklopfen oder so? Ey, ist das toll. Also diese... Nur schon allein im Trailer, diese Figuren, die man da gesehen hat. Schon das war ja... Spanner Bulli. Mit Däumel... Ja, genau. Nun, wartet mal. Oh, da kommen die Glocken. Habe ich jetzt irgendwas nicht gesehen gerade? No. Weil ich wieder gucken musste. Ach, hä? Ich dachte, das wäre die Spitze von irgendeinem größeren Haus. Dabei ist das ja nur so ein... Ach, die Glocke ist runtergefallen, ne? Ducken. Wo ist eigentlich unsere Schwester hin? Ah, da. Okay, so eine Geräusche sind immer creepy. Oh nein. Drehen. Oh no. Kleiner Mann, warte. No. Aus welchem Land kommen die Entwickler? Kann ich dich was fragen, mein kleiner Freund? Nee. Du bist aber vielleicht hier der Wächter von dem Haus, oder? Okay, kommst du mir hinterhergelaufen? Achso.
Gnomes are peculiar and playful creatures. Ah, Gnomendorf. Gnomerigan. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of. Until this day. Was? Einen unheimlichen Appetit auf sie? Ich kann die doch nicht essen. Klopf, klopf. Na, guck mal, aber wir haben einen kleinen Freund. Oh. Ein Igel. Kann ich hier irgendwie? Nee. Na, Herr kleiner Schnuffnuff. Oh. Was haben wir denn hier? Mhm, eine schöne kleine Gnomenfigur. Einfach mal mitgenommen. Oh, ist ein Angler. Hat sogar einen Fisch gefangen. Ach, das ist so schön gemacht, ey, ehrlich. Kann ich hier noch was klauen? Nee. Wenn der Kleine wieder da unten mitdrückt. Okay, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wir kommen hier so nicht durch. Huch. Ah. Oh. Alle zusammen, oder wie? So, nee, oder auch nicht. Okay, wartet. Gib mir eine Minute. Ah, okay. Ah, Verstecke spielen, oder was? In Schweden. Okay, so, wir müssen jetzt erstmal hier, guck mal, hier haben wir schon mal einen. Okay, der Schlafende, der zählt nicht. Wie man die auch hört halt, ne? Ah, guck mal, da hinten. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Ach, da oben sehen wir sogar die Anzahl. Drei Stück noch. Okay. Das ist so, wie man bei kleinen Kindern so macht, Mäuschen, Mäuschen, piep einmal, ne? Und die Kinder machen dann wirklich piep oder so. Okay, warte, warte, warte. Ich, werde dich finden. Da. Einer noch. Irgendwo hier, oder? Wenn man zumindest den meinen Kopfhörern glauben darf. Wo bist du, mein kleiner Freund? Jetzt klingt es wieder so weiter weg. Okay, warte mal.
Hier klingt es am lautesten. Man sieht die Dings voll. Habt ihr den schon gefunden, Chat? Warte mal, ich gehe mal. Vielleicht täuscht das auch nur mit den Kopfhörern gerade. Ich gucke mal hier hinten. Na, Igelfreund? Das kommt von hier auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, im Schornstein erst, ne? Oder dahinter oder so. Guck, wenn ich hier bin, dann sind die Geräusche am leisesten. Gibt's halt nicht. Jetzt finde ich hier die Nummer 4 nicht. Die letzte. Ist egal. Das ist was zwischen den Pilzen. Ach, gucke mal hier. Da, hinter dem Wagen, der kleine Schlingel. So, jetzt haben wir gespielt und jetzt. Jetzt haben wir es. So, und jetzt könnt ihr mir aber helfen, okay? Kommt ihr klein. So. Wie sie hingeplumpt sind. Dankeschön. Danke, tschüss. Schlaf schön. Genau, geht auch. Oh, Schwesterchen ist schon weg. Und da geht die Tür zu. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Break für YouTube. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.